Sie sind hier, 20. August 2018, 17.38 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Filip Kostic, er wechselt vom Hamburger SV nach Frankfurt, Urheberrecht Getty Images. Offensivspieler Filip Kostic geht in Zukunft für Eintracht Frankfurt auf Torejagd. Der 25-jährige Großverdiener wird beim HSV von der Gehaltsliste gestrichen. Eintracht Frankfurt hat 2 Tage nach dem Erstrundenaus im DFB-Pokal gegen den Viertligisten SSV Ulm 1846 personell noch einmal nachgelegt. Die Hessen verpflichteten den serbischen Offensivspieler Filip Kostic von Absteiger Hamburger SV zunächst für 2 Jahre auf Leihbasis und sicherten sich zudem eine Kaufoption für den 25-Jährigen. Mit Filip Kostic bekommen wir genau den Spielertyp, den wir für unser Spiel brauchen. Er ist technisch versiert, schnell und zielstrebig, sagte Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner. Kostic bestritt für den VfB Stuttgart und den HSV seit 2014/15 Bundesligaspiele und erzielte 17 Tore. Beim HSV steht Kostic noch bis 2021 unter Vertrag, sollte aber nach dem Abstieg als Großverdiener von der Gehaltsliste entfernt werden. twitter.com/eintracht-status/103154903734078869 für Pokalsieger Frankfurt, der im Supercup gegen Bayern München 0:5 und in Ulm am Samstag 1:2 schmerzhafte Pleiten kassiert hatte, ist Kostic bereits der 9. externe Neuzugang in diesem Sommer. Der mit über 35 Spielern überfüllte Kader soll noch verkleinert, allerdings im Gegenzug mit Qualität aufgefüllt werden, von Sportinformationsdienst.